come off the driver's back. I said, Chris Picklein, ich bin Amerikaner, ich habe hier als Soldat gearbeitet, von 73 bis 75. So ungefähr von gleichen Himmel, also dieser Zeit. Und was hier war, war eine Abwehrstation der Amerikaner. Später von der National Security Agency, aber zuerst von dem Militär. Warum war das wichtig? Von hier aus kann man sehr weit sehen, sehr weit hören. Und noch wichtiger, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es ein Londoner Protokoll. Gut, Deutschland wurde aufgeteilt und Berlin wurde gemeinsam verwaltet von den Alliierten. Gut, das heißt, wir waren 110 Meilen innerhalb des Warschauer Paktes und konnten in alle Richtungen abhören. Die Sowjets haben auch abgehört. Sie haben von den Brücken in Sachsen-Anhalt abgehört im Westen und wir haben im Osten abgehört. Die größte Gefahr wäre Überraschung, Panik und militärische Überreaktion gewesen. Sie haben abgehört, wir haben abgehört. Keine Panik, keine militärische Überreaktion. Und deswegen war diese Station im Grunde genommen ein Friedensdienst. Das war nicht der Zweck, aber das war die Auswirkung. Also früher war das alles Büros. Abwehrstation. Jetzt ist es anders. Wir haben etwas, was Graffiti-Leute sehr schätzen. Wir haben Wände. Schöne Sachen hier. Wirklich, wirklich schöne Sachen. Also willkommen in mein Büro. Also das ist tatsächlich, also das war damals mein Büro. Mein Arbeitstisch stand so ungefähr hier. Ich habe meine elektrische Schreibmaschine hier reingesteckt. So sah es damals aus. Oben gab es also die Leute, die tatsächlich abgehört haben. Aber hier hatten wir Linguisten und die sogenannte Order of Battle People. Das heißt diejenigen, die die anderen Armeen gut gekannt haben, um Sinn aus diesen Bruchteilen von Informationen zu machen. Wenn ich sage abhören, wovon rede ich denn? Beispiel. Es gab jedes Jahr Übungen hier in Brandenburg. Entweder die Ostdeutschen oder die Sowjets. Sie bestellen für die nächsten drei Tage 4000 Frühstücksbrötchen. Und was bedeutet das? Wie viele Frühstücksbrötchen ist ein Soldatmanöver? Sagen wir 4 Stück. Das heißt, die Einheit besteht aus etwa 1000 Mann. Das war die Aufgabe, zu wissen, wer eigentlich da draußen ist. Was machen sie? Das war eigentlich das Herz der Operation. Hier standen die Antennen. Also hier drin hatten wir Antennen von winzig bis riesig und drehbar. Aber wenn man sieht, was für Antennen man hat, dann würde man Indiz haben, was die technischen Möglichkeiten waren. Deswegen so rund. Sichtschutz, aber durchlässig für elektromagnetische Signale. Zum Teil mache ich die Führung hier, weil es meine Geschichte ist. Aber ich finde die Geschichte wichtig, damit die Leute wissen, wie es einmal war. Weil man kann, wenn man Berlin heutzutage anguckt, man kann sich nicht vorstellen. Aber es ist wichtig, dass man weiß, was möglich ist, was Böses möglich ist. Und diese Zeiten könnten wieder kommen. Und man muss wissen, wie man mit solchen Zeiten umgeht. Dafür, deswegen finde ich diese Serie so wichtig. Die Räume hier waren ein bisschen kleiner als im Film. Der Zugang hierzu war vielleicht ein bisschen begrenzter. Aber im Grunde genommen haben sie es ziemlich gut getroffen.